In diesem Video geht es darum, wie man einen WLAN-Repeater richtig positioniert. Dazu habe ich mal ein Schema von einem Haus aufgezeichnet. Links unten steht die Fritzbox und ihr könnt es euch schon denken, die WLAN-Verteilung sieht ungefähr so aus. Rechts steht schon mal der Repeater bereit und jetzt ist die große Frage, wo stellen wir den hin? Naja, ist ja ganz logisch. Ich will ja da WLAN haben, wo ich schlechtes WLAN habe, oder ich will ja da den Repeater haben, wo ich schlechtes WLAN habe, und das ist eben rechts oben oder rechts unten in einem dieser beiden Räume. Könnte ich den hinstellen und er spannt ein neues WLAN auf und dann hätten ja alle Geräte gelbes oder grünes WLAN. Video fertig? Noch nicht, denn genau hier sitzt man einem Trugschluss auf. Der Repeater verbindet sich ja ebenfalls über WLAN zur Fritzbox. Und wenn ich den jetzt da oben hinstelle, sieht man ja, dass er hier schon im roten Bereich der WLAN-Auslastung steht. Also es kann sein, dass er noch ein bisschen WLAN bekommt. Und auf den Geräten, die sich dann an den Repeater anschließen, das sehe ich ein volles WLAN-Signal. Das suggeriert er noch, ich habe ja tolles Internet hier und das Internet ist aber trotzdem scheiße. Tatsächlich ist das Problem die Verbindung zwischen Repeater und Fritzbox. Der Repeater greift ja das WLAN der Fritzbox auf und macht quasi ein neues daraus oder macht nochmal eins auf mit einem anderen oder dem gleichen Namen. Die gestrichelte Linie symbolisiert jetzt das Problem, dass halt auch der Repeater, wie alle anderen Geräte auch, in diesem Raum ja gar nicht zur Fritzbox kommt oder halt eben nur sehr schlecht. Deshalb immer den Repeater in einen Raum stellen, wo der Empfang noch einigermaßen gut ist. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier den anderen Raum und in dieser Konstellation hätten die anderen PCs immerhin noch gelbes WLAN, also so mittelmäßig gutes. Man sieht dann auf dem PC auch, dass halt nicht die volle Auslastung da ist, aber das Internet ist dann insgesamt oder die Verbindung ist dann insgesamt einfach trotzdem schneller als die Konstellation von vorhin, obwohl man dann auf dem Gerät mit den vollen WLAN-Balken suggeriert bekommt, ja, ich habe ja hier tolles WLAN. Also da bitte drauf achten, auch der Repeater muss eine gute Verbindung zur Fritzbox haben. Ansonsten kann ich euch bei WLAN immer nur raten, mit der Positionierung rumzuspielen und halt, man kann ja mit den Handys dann durchs Haus laufen und gucken, wie die Auslastung ist. Immer wieder mal einen Speedtest machen, was durchkommt tatsächlich, drauf achten, mit welchem Gerät man verbunden ist. Da gibt es von AVM zum Beispiel auch ganz hilfreiche Apps.